Okay, und willkommen zurück hier bei The Lego Movie Video Game. Ich hatte ja im letzten Part gesagt, wir stürzen uns mehr in die Story. Und das werden wir jetzt auch tun. Dann werde ich nämlich mir dann das Sammeln von den roten Steinen und so weiter mehr zum Let's Play Ende hin auf. Dann habt ihr das nämlich ein bisschen geordneter in der Reihenfolge hier. Gut, Iron Kitty hat jetzt kurz eine Brücke gebaut. Ach, wir gehen nochmal in den ganzen Krempel. Okay, und dann stürzen wir uns jetzt direkt in die Story. Angriff auf Wolkenheim. Hallo, ich bin Emmett. Nun, ich für meinen Teil freue mich sehr darauf, gemeinsam mit euch in den Octane Tower einzudringen, den Craggle zu finden und dann setzen wir das Ding auf das Ding. Ich weiß, das wird ziemlich schwer, aber... Ziemlich schwer? Dir den Hintern mit einem Haken als Hand abwischen ist ziemlich schwer. Das hier ist unmöglich. Wenn er es für eine gute Idee hält, an diesen heillosen Ort zurückzukehren, besonderer, welche seiner Ideen sollte besser sein als die Ideen von Hunderten unserer gefallenen Meisterbauerbrüder? Also, genau genommen bin ich noch gar kein Meisterbauer. Was? Bitte, Leute, bitte mal Ruhe! Unfug! Ja, es stimmt schon. Ich bin vielleicht kein Meisterbauer. Und auch nicht besonders erfahren als Kämpfer oder Anführer oder große Pläne schmieden. Ich weiß, was ihr denkt. Dass ich als Anführer die unqualifizierteste Person der Welt bin. Und ihr habt recht. Und sollen wir uns jetzt besser fühlen dadurch? Ohne mich, Herrschaften. Ich mach mich davon. Ihr seid doch nicht zu retten. Warum geht ihr alle? Hey, Leute! Wir schaffen das doch! Oder? Hier seht ihr auch ein paar sehr bekannte Figuren. Zum Beispiel gerade Shakespeare. Schlimmer kann's ja nicht mehr werden. Hab mich geirrt! Und auch da Lady Liberty. Eierstatue. Und in dem Level werden wir auch noch weitere besondere Personen kennenlernen und sehen. Oh, ein Hund hat mich gefangen. Das ist nicht gut. Oh, ein White Sky. Gut, wir sind immer noch zusammen. Mikromanager verpisst dich. Hey, Emmett! Was war das? Einer von Lord Business Micromanager. Los, wir haben Leute zu retten. Und Roboter zu verprügeln. Ja, das stimmt. Fobius. Dann sollten wir mal dieses Feuer löschen. Vitruvius, kannst du deinen Stab in das Loch werfen? Ja, das kann der Fobius machen. Sobald ich mit diesem Roboter fertig bin. Ja. Jetzt mit B springen. Was bedeutet das? Komm her. Durch goldene Legosteine. Ach, nicht auf mich. Das blöde Ding hier. Aber Junge. Wow, danke. Wieder einer weniger und siehe, da waren es nur noch 70. Ja, Abraham Lincoln ist halt. Dieser Roboter auch. Der war aber sehr unerwünscht. Ja, das Feuer geht aus.
Los, Beeilung! Ja, sofort. Das Geld einsammeln. Und dann. Und weiß halt. Ist er noch über. Kannst du den Schrott hier wegräumen? Keine Sorge, Leute, ich finde einen. Gut, dann werde ich so lange hier wohl ein bisschen schmökern. Ja. Das kannst du tun. Ach so, Batman ist das. Schöne Rolle. Time, ey, wie könnt ihr nur wegkommen? Sag ich. Fluvius braucht den Block. Hinter der Mauer, da ist ein Geheimnis. Herr Schwender! Ah. Okay. Jetzt kommt der Typ, der schneller Knopf zu Ende. Scheint der Zettel nicht mehr so geheim. Jetzt klar, jetzt kommt ich wieder. Ich muss dann kurz dann hoch. Okay, ab. Könnt ihr nicht verschwinden? Auch schön. Okay, Moment. 2. Gut. Emmet! Das. Aber der Laser ist ja dann weg. Emmet, pass auf den Laser auf! Was du nicht sagst! Na ja, schon gut. Mach mal kurz ein kleines Loch ein. Falls mal verbrenne ich nicht. Das ist ungesund. Das ist gut. Boah. Und jetzt können wir jetzt hier. Kannst du hier zu Batman durchbohren? Klar! Wisst ihr was? Ich hab's mir überlegt. Ich warte, bis noch mehr Schurken kommen. Wenn ich zu tief bohre, schrei einfach! So geht es jetzt mit mir zu Ende. Aber jetzt mal.
erstmal Freund Petrobius. Ich muss seinen Stab da einsprechen. Moment, Waldstall. Waldstall. Ich probiere jetzt daneben. Das ist jetzt nicht so. Hallo? Waldstall, schau, ob Einhorn Kitty da oben ist. Ist sie nicht! Moment, ich suche euch einen Weg nach oben. Mein Küken. Wie, was willst du nur? Jetzt, gut, gut, jetzt. Komm mal runter. Ah, ich muss mich verbauen. Okay. Das wird was. Eine Plattform. Vorne, hm. Nee, da ist ein Sofa, ja. Endlich gut. Oh, kommt ihr? Wie sollen wir Einhornkitty jetzt finden? Ich glaube, die Frage muss lauten, wie überleben wir die nächsten 10 Sekunden? Ja, stimmt, da ist schon wieder so ein nerviger Becken rein. Ein Verschwender. Wow. Schon jetzt werfen, ne? Sonst muss ich auch ein blödes Viech. Ah, gut. Jetzt noch drei. Noch mehr Rolle. Ich freue mich. Da hinten an mir. Ja. Du bist der Letzte. Nein, nicht ganz. Ey, wie nett, dass der Roboter wartet. Wow, habt ihr das gesehen? Wir stehen direkt neben dir, Mann. Ich glaube, wir sollen in seinen Rachen gehen. Genau ja. So wie bei, wenn ich als Vogeldreck ende, dann werde ich sauer. Keine Sorge, Batman. Hier wird nichts passieren. Oh, der schöne Hund. Mochte ich. Nein, nicht ausscheißen. Bald steckt man wieder in einem Ei. Wie konnte das nur wieder passieren? Ruhig bleiben. Einhorn Kitty kann dich wieder rausholen. Ich hoffe, schnell. Der Waldstall werde ich wahrscheinlich. So stimmt mit. Ja, ja, ach, kurz angemacht. Ja, genau. Das schmeiß ihn ins Feuer. Da musst du Julius jetzt sein. Der muss sowieso darüber. Ich gehe über diesen sicheren Weg hinüber zu Einhorn Kitty. Ja, das musst du tun. Oh, wie schön der um die Kurve geht. Lieblich. Ich kann diesen Micromanager nicht leiden. Er kann dich schon leiden. Auf. Oh.
auch noch nicht. Hey, wer schießt ja auf mich? Du schnell mach mir ein Kopfzeichen. Hallo, ich hab auf Y gedrückt. So Leute, kommt rüber. Auch. Springt rüber. Erstmal diesen blöden, nervigen Micromanager loszuwerden. Passt gut, dein Junge. Nicht dein Bad Rain. Ein Enterhaken, hoffe ich. Niemand macht das mit. Washington Adams Jefferson, Fillmore, Pierce, Buchanan, 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Lasst mich den Raketenstuhl richten! Ja. Auch eingebaut, man nun drauf. Ich würde nicht fragen. Hi. Hallo. Batman, dann noch höher. Hier brauchen wir Wildstyles Hilfe. Ach, endlich erinnert sich jemand an mich. Ein noch die muss kurz her. Danke. Und jetzt baue ich uns ein magisches, funkelndes Regenbogen-Katapult, das uns alle hoch zum Micromanager katapultiert. Ich weigere mich. Was für das Problem machen? Achso, das Problem. Verschwinde mit dem Laser. Kommst du darauf? Ich krieg den Strom ab. Oder? Hammett, du musst in sein Gehirn bohren. Widerlich. Mann, es ist ein Computerhirn. Ach ja, richtig. Ja. Hier. Oh, seht mal, was da für cooles Zeug drin war. Zum Notausgang geht's hier die Treppe rauf. Du meinst die Treppe hinter dieser riesigen Feuerwand? Ja, ist das ein Problem? Boah, brennt. Was ist das? Verschwendet mal, naja.
2 und daraus wird. Kommt schon, wir müssen das Feuer löschen. Was ist das? Auto. So, das ist ja cool. Obwohl, das bin ja nur ein Anfang. Gehen. Tolle Idee, Baby. Danke, Batman. Deine Ideen sind die besten. Hey, ich hab das zuerst gesagt. Wir könnten ein U-Boot bauen. Ein Bat-U-Boot. Patent angebracht. Und Traumfänger, falls wir einschlafen. Wie ein Unterwasser-Raumschiff. Ihr könnt nicht alles auf einmal bauen. Bereit, los. Okay. Könnt. Oh, Level abgeschlossen. Das passt. Emmett, als Förster. Benny, das ist unser neuer Kamerad, der reist fortan mit uns und wird uns unterstützen. So können wir nämlich auch noch wieder weitere Sachen benutzen auf der Overworld. Und dann, ja, dafür springe ich jetzt mal mit. Was die 500.000 Marke, dafür hätte ich dann gerne Stats mal 4. Vielleicht kriege ich ja noch auf der Overworld zusammen aufs Screen. Dann kann ich mir den im nächsten Part holen. Ich muss nur kurz mal überlegen, wo der war. Aber das finde ich ja schon aus. Okay. Zack, mit Penny. Mit Laser. Interessant. Und noch Sachen kaputt schießen. Gut, das war's dann mit diesem Part. Und im nächsten Part geht's weiter hier in dem halb zerstörten Wolkenkuckucksheim. Bis dann.